Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages heute zum Thema British Pfund gegen den kanadischen Dollar. Wie immer am Anfang erst einmal die Risikowarnung. So, schauen wir uns die aktuelle Situation mal an. Was ist passiert? Nochmal kurze Reflexion. Wir sahen ja wann war das? Im Februar, sahen wir ja so einen massiven Ausbruch aus diesem großen Trendkanal, geschuldet höchstwahrscheinlich der ganzen Brexit-Thematik. Das ging hier weniger um den kanadischen Dollar als vielmehr um diese ganzen Gerüchte um den Austritt Großbritanniens aus der EU. Und ja, deshalb wurde ja das britische Pfund hier massiv bestraft. Wir sahen hier einen Verfall von, ja, sage und schreibe rund 950 Pip mit einer Wochenkerze. Das ist schon heftig. Schön natürlich für unsere Short Orders, die sich bereits hier im Markt befanden bei ca. 2,086. Das war ja so ein Test solch eines Widerstandes. Die sind schön in die Tiefe gefallen, hier mit ungefähr 2000 Pip. Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Was mir hier aktuell sehr, sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass wir zum einen natürlich den. Entschuldigung, zum einen natürlich den Weekly 144er IME erreicht haben und zum anderen natürlich auch dieses 38,2 Retracement und gleichzeitig auch das Hoch, also dieses Flaggenhoch, dieses Formationshoch. Und alles in allem sieht das für mich danach aus, als stünde uns hier eine starke Gegenbewegung bevor. Nicht unbedingt auf Basis des kanadischen Dollars, sondern eben auf Basis des britischen Pfundes und das über einen längeren Zeitraum. Also ich rechne hier nicht mit ein, zwei Wochen. Ich denke, dass wir hier in einigen Wochen, vielleicht ein, zwei Monate, würde ich jetzt mal grob schätzen, hier hochsteigen werden als Retest an diesen Trendkanal und vielleicht sogar als Retest an diese vermeintliche SKS-Formation, die wir hier oben gesehen haben. Also ob man es so SKS-Formation nennen kann, das ist so eine Sache. Aber so eine Art Trendkanal haben wir eben gesehen mit einem bullischen Fehlausbruch, würde ich es mal bezeichnen. Und dass wir vielleicht so im Juli dann diesen Bereich hier erreichen. Alles in allem rechne ich hier mit einer Gegenbewegung von ca. 1300 Pip. So, wie kommen wir in die ganze Nummer hier rein? Wir schauen uns mal auf dem Daily Chart diese schöne vermeintliche Sideways-Range an, welche letzt hier sich hier in den innerhalb der letzten, was waren das, ungefähr 2 Wochen, 2 Wochen hier gebildet hat. Was möchte ich hier sehen? Nun ja, wir haben ja diesen kleinen Fehlausbruch hier erlebt. Das war Anfang März, Anfang diesen Monats, vor etwa 2 Wochen. Und dahingehend möchte ich nochmal einen soliden Retest sein. Also wenn der Kurs uns nochmal den Gefallen tun würde, rund um die 1,50 bzw. 1,8770 hier sich nochmal aufzuhalten, hier sich auch zu stabilisieren auf H4, auf Daily, auf Weekly-Basis. Dann könnte man beispielsweise auch diesen Fehlausbruch hier als kleinen Orientierungspunkt für den Stop-Loss nutzen und schauen wir uns das mal an. Also das ist wirklich ein lächerlicher Stop-Loss, wenn wir uns mal das Kursziel hier anschauen, was ja ungefähr 1300 Pip betragen würde. Und selbst wenn man jetzt nur sagt, okay, ich möchte jetzt nicht hier so ein ganz langfristiges Setup im Markt etablieren, sondern eben relativ mittelfristig schon was mitnehmen, könnte man natürlich diese Sideways Range bzw. deren Projektionshöhe zur Hand nehmen und das Ganze dann oder sich an diesem Punkt dann orientieren. In diesem Zusammenhang würden wir dann quasi vom 50er Retracement dieser gesamten letzten Abwärtsbewegung bzw. dieser Ausbruchsbewegung sprechen. Das überschneidet sich auch momentan noch sehr, sehr gut mit dem H4 237 IME und diesem horizontalen Widerstandsbereich bei ca. 1,94,860 bzw. runden wir es mal auf die 1,85. Selbst da sprechen wir schon über ungefähr 400 Pip. Nur in dem Szenario, wenn wir eben einen Ausbruch sehen und den Retest mitnehmen. Wenn wir uns gar hier schon positionieren, dann sind das schon um die 750 Pip. Also alles in allem sehr, sehr, sehr zufriedenstellendes Ergebnis, wenn es denn alles so hier sich entwickelt, wie wir das eben möchten, logischerweise. Wenn wir uns jetzt mal den Weekly Chart anschauen, und da zeichnet sich schon ab, dass wir hier eine Korrekturbewegung sehen sollten. Ja, hier so eine Art Umkehrkerze, Evening Star, aber da wir uns eben schon sehr, sehr tief befinden an diesen horizontalen Widerständen, auch in Verbindung mit diesem EMA und dieser kleinen Sideways Range, gehe ich eben davon aus, dass diese Umkehrformation lediglich dann diese Umkehrformation sein wird. Also das wird die Umkehr sein. Das ist eben diese Problematik oder diese Krux, die wir immer im Rahmen der Candlestick-Analyse haben. Denn wir sehen zwar hier eine potenzielle Umkehrformation, aber man weiß eben nicht, wie weit diese Umkehrformation gilt. Also wie weit dann diese Korrektur in diesem Fall läuft. Und oft ist es so,
dass die Candlestick-Umkehrformation an sich schon die Umkehr darstellt. Ja, und das ist eigentlich paradox, aber es ist eben manchmal so. Und deshalb achte ich jetzt hier auf die Weekly-Stabilisierung. Und da möchte ich mich, wie gesagt, sehr, sehr gern einkaufen. Einmal hier an diesem Boden und einmal, wenn wir hier diesen Widerstand übersteigen, noch einmal solide testen. Wenn wir vielleicht in der Zwischenzeit nochmal konsolidieren, nochmal irgendwelche Ranges, Flaggen, Wimpel, weiß der Geier was produzieren und dann den Ausbruch und Retest erleben, dann werde ich mich eben noch weiter positionieren und immer weiter und immer weiter. Das ist mir völlig egal. Aber meine Follower kennen mich ja. Ich möchte das Maximum hier aus diesem Setup heraus pressen, aber eben auf qualitativ hochwertigem Niveau und jetzt nicht hier irgendwie einfach irgendwo einsteigen und dann hoffen, dass es der Trend schon machen wird. Also das ist einfach nicht unser Stil. Was das Korrekturpotenzial dieser ganzen Bewegung angeht, ja, im sehr langfristigen Spektrum gehe ich schon davon aus, dass wir hier durchaus noch einiges vor uns haben könnten. Zum einen natürlich ein weiterer Retest dieser vermeintlichen bullischen Flagge. Hier sahen wir ja schon meinen Retest, das war damals der Start unseres Long-Setups mit ungefähr 2600 Pip. Gewinn mit der einen Position hier, wir hatten ja dann noch ein bisschen nachgekauft, aber jedenfalls gehe ich mal davon aus, dass wir hier diese Trendlinie noch einmal treffen könnten. Und wenn wir jetzt mal rauszoomen, dann überschneidet sich natürlich diese Trendlinie dann irgendwann einmal nächstes Jahr wahrscheinlich sehr, sehr gut mit diesem 61,8er Retracement. Und wenn wir im Vorfeld eben erst hier hinlaufen und dann so langsam aber sicher wieder in die Korrektur übergehen, dann würde das auch vom zeitlichen Rahmen ganz gut passen. Ich würde das mal hier einzeichnen, so stelle ich mir das vor. Jetzt mittellang und sehr langfristig und möchte das Ganze entsprechend auch in diesem Rahmen verfolgen. Was heißt es dann für diesen Short, den wir hier starten würden, dass der sich durchaus hier, naja, ein Dreivierteljahr, ein Jahr vielleicht im Markt befinden könnte, aber eben auch 2700 Pip fest. Man muss ja nicht, ja, das muss ich dazu sagen, man muss ja nicht diese Position, die wir hier dann aufbauen im Zuge dieses Abwärtstrends, auch wirklich dieses eine Jahr halten. Man kann sie auch immer wieder mitnehmen, Teile schließen, hedgen und dann die Hedges auch gewinnbringend nutzen, ja. Also da stehen einem natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten zur Verfügung. Es ist eben bloß wichtig, dass wir hier nicht nur einen Schritt vorausdenken, wie ein Scalper oder wie ein sehr, sehr kurzfristig engagierter Trader, sondern dass wir uns eben Gedanken machen, wo könnte der Kurs in Wochen, in Monaten, in einem Jahr stehen, um hier wirklich auch die Chance zu haben, equity-stabilisierende, langfristige Investments hier im Markt zu etablieren. Im Rahmen der IB-Days hatte ich auch einen Vortrag darüber gehalten, ja. Warum immer nur traden oder investieren? Ja, warum soll man das nicht beides mal wirklich kombinieren? Investor sein, wirklich Investments schalten und Trader sein. Ja, aber vielen impliziert der Begriff Trader immer so ein kurzfristiges Handeln und das ist eigentlich falsch und es ist eigentlich Quatsch. Warum soll man sich nur darauf beschränken? Also das finde ich einfach sehr, sehr ungünstig. Das zu kombinieren ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Kurz, mittel, lang und sehr langfristig, aber jetzt isoliert betrachtet, einiges nur zu traden, nur langfristig zu traden, nur kurzfristig zu traden, das finde ich totalen Quatsch. Also lassen wir uns das lieber kombinieren. Gut, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr ins Detail müssen wir hier gar nicht gehen, kurz und knapp. Und ich wünsche natürlich wie immer viel Erfolg bei diesem Setup. Kleiner Hinweis noch am Rande, heute 19:30 Uhr, wie immer das kostenlose Dienstags-Live-Webinar. Wer daran Interesse hat, bitte unbedingt erscheinen. Ich freue mich über eine zahlreiche Teilnahme und im Anschluss dann noch kurz der Trading-Chat, den wir jeden Tag früh und abends abhalten. Und ja, bis dann, wie gesagt, viel Erfolg und tschüss, bis bald.